Hallo zusammen! Heute geht es mal um den Sinn und Unsinn von KI in der Naturfotografie. Künstliche Intelligenz ist ja, wie der Name schon sagt, künstlich und ersetzt, zumindest bisher, auf keinen Fall die Kreativität und Beobachtungsgabe eines erfahrenen Naturfotografen. Warum die KI in meinem Fotografenalltag trotzdem seit vielen Monaten ein fester Bestandteil ist, erkläre und zeige ich euch in diesem Video. Bleibt dran, nach dem kurzen Intro geht's weiter. Kurze Einleitung in KI-Tools. Die sogenannte künstliche Intelligenz ist ja seit Wochen in aller Munde. Von ChatGPT über Midjourney, Adobe Firefly oder Leonardo AI gibt es zig Anbieter, die zum Beispiel nach Eingabe von Textbefehlen, die sogenannten Prompts, Bilder oder auch ganze Textartikel innerhalb von Sekunden erzeugen. Die Qualität der Bilder ist mittlerweile erschreckend gut und auch ChatGPT in der aktuellen Version 4 erzeugt zu jedem Thema gute bis sehr gute Artikel, die aber unbedingt überprüft werden sollten. Wie bei jedem Programm sind die Ergebnisse stark abhängig von den Eingaben und Einstellungen des Users. Und wie immer muss man sich damit beschäftigen, um wirklich gute Bilder oder Texte zu erhalten. In der professionellen Naturfotografie sind Bildmanipulationen in der Regel nicht erwünscht und bei renommierten Fotowettbewerben sogar strikt verboten. Das finde ich auch gut so. Denn sonst könnte man Aufnahmen, welche durch mühsamen und manchmal tagelangen Ansitz entstanden sind, nur noch schwer von Bildern unterscheiden, die innerhalb von Minuten bequem am Rechner erzeugt wurden. Die künstlich erzeugten Bilder sind noch nicht perfekt, aber mit entsprechenden Kenntnissen selbst jetzt schon verblüffend realistisch. Wenn die Entwicklung weiter so rasant vorangeht, wird man in spätestens 1 bis 2 Jahren gar keinen Unterschied mehr erkennen können. Mein Alltag mit KI. Wofür nutze ich KI-Tools? Im Bereich Text ist ChatGPT mein Favorit. Für Artikel in unserer Zeitschrift oder auch teilweise für die Texte auf unserem YouTube-Kanal und unserer Internetseite wird das Thema mit entsprechenden Wünschen in ChatGPT eingegeben. Die Textausgabe selber wird zwar nicht benutzt, aber das Tool gibt gute Anregungen für den Inhalt, der dann wie gewohnt von mir selber geschrieben wird. Komplette Bilder für den Verkauf oder die Nutzung in Zeitschriften generiere ich im Bereich der Naturfotografie gar nicht, da mein Fotoarchiv Zehntausende von Bildern aus den letzten Jahrzehnten beinhaltet und ich so genug Auswahl zu allen möglichen Motiven habe. Außerdem finde ich persönlich die künstlich erzeugten Naturbilder schrecklich. Nicht unbedingt von der Qualität her, sondern die Bilder zeigen nicht unsere wahre Natur, sondern das, was sich die KI aufgrund ihres Trainings mit vielen Millionen oder Milliarden Bildern darunter vorstellt. Ich selber entferne in meinen Bildern hier und da mal ein störendes Element, wie zum Beispiel einen Ast, eine Person im Hintergrund oder andere kleine Dinge. Starkes Entrauschen oder Schärfen läuft bei mir auch über KI. Dafür nutze ich in der Regel Topaz Photo AI 2, und das Entrauschen-Tool über Lightroom oder Photoshop bei der RAW-Entwicklung. Vor kurzem hat Adobe die Photoshop-Version 25 freigegeben, in der verschiedene KI-Tools jetzt fest integriert sind. Dazu gehört auch das neue Entfernen-Werkzeug, welches bei mir die bisherigen Lösungen komplett ersetzt hat. Ebenfalls neu ist die generative Füllung. Egal, ob ihr ein neues Element in euer Bild einfügen oder nur die Arbeitsfläche erweitern möchtet, die sehr guten Ergebnisse sind wirklich verblüffend. Jetzt nehme ich euch mal mit an den Rechner und zeige ein paar Beispiele, was aktuell alles möglich ist. Text zu Bild AI, Fotos in Adobe Firefly generieren. So, wir sind bei Adobe Firefly angekommen. Achtet unbedingt darauf, dass ihr die neue Version 2 auswählt, auch wenn sie noch in der Beta ist. Unten links geben wir jetzt einfach mal ein Krabbe am Strand mit Wellen im Hintergrund und klicken auf Generieren. Es dauert einen kleinen Moment. Und ja, hier sehen wir die falschen Ergebnisse, weil ich nämlich oben noch nicht Foto ausgewählt habe, sondern Kunst. Also nochmal das Ganze.
So, da sind die vier Ergebnisse. Schauen wir doch mal, es sieht auf den ersten Blick zumindest schon mal sehr gut aus. Schöne Szenen, die Krabben sehen relativ natürlich aus, obwohl jeder Krabbenexperte wahrscheinlich sagen würde, was sind das für Tiere, die gibt's doch gar nicht. Also ich lade sie euch mal runter, es dauert dann auch einen kleinen Moment und dann zeige ich euch hier mal die Ergebnisse. Die Bilder liegen alle in 4 Megapixel vor und sehen schon mal sehr gut aus. Okay, machen wir mal weiter. Auf der rechten Seite ganz unten findet ihr die Fotoeinstellungen. Dort könnt ihr festlegen, welche Blende simuliert werden soll, welche Verschlusszeit und vor allen Dingen ganz wichtig, welche Brennweite. Diese Bilder, die wir jetzt generiert hatten, waren mit 300 mm. Ich stelle jetzt mal auf 14 mm. Das sieht dann so aus, als wenn ihr die Kamera direkt vor der Krabbe mit einem Weitwinkel auf den Boden gelegt habt. Das sieht deutlich schöner aus von der Perspektive her. Und auch hier sind die Ergebnisse wieder echt verblüffend. Spiegelungen in der Wasseroberfläche, Schaumkronen, alles fast perfekt. Okay, ich lade die Bilder mal wieder runter und zeige sie euch hier. Das sieht total schön aus, finde ich, auch wenn die Krabbe ein bisschen misslungen ist. Das ist auch ganz nett. Also wie gesagt, es gibt hier und da natürlich immer wieder kleine Fehler. Aber es ist schon faszinierend, was man mit einem Textprompt einfach so erzeugen kann. Von daher machen wir mal weiter. Machen wir mal ganz einfach einen Buntspecht im Baum. Mal gucken, was bei rauskommt. Klicken wir wieder auf Generieren. Achso, halt. Da wir einen Buntspecht in der Regel nicht mit Weitwinkel fotografieren, stelle ich es einfach mal wieder auf 300 mm und mehr. Also ihr könnt nur bis maximal 300 mm einstellen, aber auch längere Brennweiten sind damit abgegolten. Klicken wir wieder auf Generieren. Dauert wieder einen kleinen Moment. Und hier die Ergebnisse. Schon gar nicht so schlecht. Der Buntspecht sieht relativ realistisch aus. Gut, die Zeichnung um das Auge, naja. Das sieht ganz nett aus. Okay, es sieht sehr clean aus alles, wie jedes Bild, was über KI erzeugt wurde. Ich lade sie runter und hier wieder die Ergebnisse. Vom Licht her ist es nicht ganz so schön. Aber das können wir ja gleich nochmal ändern. Die Ergebnisse sehen zumindest schon mal sehr gut aus. Okay, machen wir es nochmal vom Licht etwas besser und schreiben einfach dahinter zum Sonnenaufgang im Gegenlicht. Dann klicken wir wieder auf Generieren. Na, das sieht doch schon deutlich schöner aus vom Licht. Ich mag ja Gegenlichtaufnahmen sehr gerne, wie ihr wisst. Okay, das erste Bild eben war nicht so schön. Die Rottöne sind sehr grell. Gut, aber das könnte man ja im Nachgang nochmal wieder ändern. Ich lade mal die schönsten drei runter und hier wieder die Ergebnisse. Gar nicht schlecht. Okay. Hier nochmal ein paar andere Bilder, die ich über Adobe Firefly in der Version 2 in der Beta generiert habe. Die waren jetzt etwas aufwendiger von den Prompts her, aber ihr seht, die Ergebnisse sehen schon ziemlich gut aus. Gut, der Atem vom Hirsch ist ein bisschen heftig, sieht eher aus, als wenn er gerade eine Zigarre raucht, aber trotzdem sieht es schon nicht schlecht aus. Auch der Wolf im Wald, im Gegenlicht. So ein Foto von einem Wolf wäre natürlich ein Traum, aber das muss man erstmal hinbekommen. Okay, kommen wir mal zum nächsten Tool, das Entfernen-Werkzeug in der neuen Photoshop-Version 25. So ab und zu kommt es ja immer mal vor, dass man irgendwelche störenden Elemente in einem Bild hat. Wie hier zum Beispiel im unteren Bereich, am Schwanz der Amsel, das Holzstück oder links der rote Ast. Dazu wählt ihr dann auf der linken Seite einfach das Entfernen-Werkzeug. Und könnt dann natürlich die Pinselgröße oben im Menü noch entsprechend anpassen. Und pinselt dann einfach über die Fläche, die ihr entfernen wollt. Am besten mit ein bisschen Luft drumherum. Dann klickt ihr dann einfach auf Anwenden oder drückt Enter. Und nach wenigen Sekunden ist es weg. Und zwar so perfekt, dass man es wirklich nicht sieht. Genauso machen wir das mal mit dem Holzelement hinten rechts unter dem Schwanz der Amsel. Der ist auch sehr störend, finde ich. Das gleiche Spiel, großzügig auswählen,
Enter drücken oder bestätigen, ein paar Sekunden warten. Und weg ist es. Gut, jetzt könnte man noch ein bisschen weitermachen, indem man unten links dieses Holzstück, was dann ins Bild reinragt, einfach auch noch entfernt. Das machen wir jetzt einfach mal. Im Normalfall würde ich das wahrscheinlich lassen oder halt einen etwas anderen Ausschnitt noch nehmen. Aber hier wieder das Gleiche. Ihr wählt das Element einfach großzügig aus. Und müsst unbedingt daran denken, dass ihr dann auch den Innenbereich komplett füllt. Ihr seht es ja an der magentafarbenen Füllung. Und dann wieder wie gewohnt bestätigen bzw. Enter drücken und staunen. Es ist tatsächlich fast komplett weg. Das einzige, dieser rote Fleck, den er da unten, den hat er jetzt nicht ganz so gut gemacht, aber das ist ja kein Problem. Dann pinseln wir da einfach nochmal drüber. Und gleiches Spiel, bestätigen, Enter drücken und fertig. Ja, das Ergebnis sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Okay, probieren wir nochmal was anderes. Und zwar ein Star von vor ein paar Tagen, den ich am Vogelhaus fotografiert habe. Nun, wie ihr seht, ich habe zwar noch genug Bilder, wo das Vogelhaus nicht im Bild ist, aber hier als Beispiel fand ich es ganz nett. Und wie gehabt, ihr wählt wieder das Entfernen-Werkzeug aus, markiert die gesamten Elemente, die ihr weghaben wollt, wieder schön großzügig etwas drüber pinseln und wie gesagt immer daran denken, auch die Innenfläche zu füllen. Bei größeren Elementen dauert es natürlich einen kleinen Moment. So, jetzt machen wir dasselbe oben nochmal mit dem kleinen Stück Holz, was da ins Bild reinragt. Okay. So, und jetzt nehmen wir nochmal oben die Kante von dem Dach des Vogelhauses, markieren die auch wieder komplett. Ich denke mal, das wird auch wieder einen kleinen Moment dauern, da es ein ziemlich großes Element ist. Gut. Also dafür, dass es auf die Schnelle war und man jetzt nicht groß was eingestellt hat, sieht das schon sehr gut aus. Okay. Jetzt, wo wir das Bild gerade geöffnet haben, machen wir mal weiter. Und zwar das generative Erweitern. Nehmen wir mal an, ihr braucht das Bild nicht nur im Querformat, sondern auch im Quadrat oder in einem Hochformat für zum Beispiel TikTok oder welche Plattform auch immer. Dazu wählt ihr das Freistellerwerkzeug oben links und zieht einfach die Arbeitsfläche auf die Breite, die ihr haben wollt und nehmt den Ausschnitt, den ihr haben wollt und klickt dann oben auf generative Füllung. Und oben im Feld generatives Erweitern tragt ihr jetzt aber erstmal nichts ein. Ihr lasst einfach die KI machen und sie wird euch dann, wie ihr gleich seht, ein ziemlich gutes Ergebnis liefern. Es dauert dann wieder einen kleinen Moment. Ganz wichtig, das Ganze funktioniert auch nur, wenn ihr eine Internetverbindung habt, da bestimmte Daten natürlich an den Adobe-Server übertragen werden. So, nachdem es jetzt gleich fertig ist, seht ihr dann drei Alternativen, die ihr euch aussuchen könnt. Ihr klickt auf das, was euch am besten gefällt. In meinem Fall ist es, glaube ich, das erste oder das dritte. Ich entscheide mich jetzt einfach mal fürs erste. Das wird dann alles in einer neuen Ebene angelegt. Wie ihr seht, Ebene aus, Ebene an. So, ich werde es jetzt aber mal auf die Hintergrundebene wieder reduzieren, weil wir jetzt nämlich einfach nochmal ein neues Format wählen. Vorher speichere ich es natürlich noch. Okay, das werde ich euch dann gleich komplett am Ende einblenden. So, was nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir doch mal Quadrat für Instagram, also 1:1. Wie ihr seht, im Normalfall wäre das Ganze ein bisschen sehr knapp. Und so würde ich ein Bild jetzt nicht unbedingt gestalten. Von daher werde ich es jetzt einfach mal ein bisschen erweitern. Gar nicht so viel, sondern einfach nur ein kleines Stück. Okay.
Bin gespannt, was da unten bei dem Ast dann rauskommt. Dauert dann wieder einen kleinen Moment. Okay, das erste sieht schon mal nicht so schön aus. Ja. Ah, das würde dementsprechend, wie der Ast vor dem Vogelhaus auch aussieht. Ich entscheide mich jetzt mal wieder für die Nummer 3. Okay. Wieder auf Hintergrundebene reduzieren. Ich speichere das Ganze nochmal, damit ich euch das Bild gleich zeigen kann. Okay. So, als letztes nehmen wir jetzt nochmal ein Hochformat für zum Beispiel TikTok. Dazu gehen wir im Protokoll nochmal zurück zur ersten generativen Erweiterung. So, dann wählen wir ein Hochformat in 9 zu 16 vom Format. Okay. So, und wie ihr seht, würde das Bild in dieses Format gar nicht reinpassen. Von daher erweitern wir jetzt doch mal um einiges mehr, als ich es im Normalfall machen würde. Okay, so müsste es passen. Okay. Prima. So, das Ganze dauert natürlich jetzt wieder ein Momentchen, da er auch ziemlich viel rechnen muss. Okay, so, dann haben wir hier die drei Ergebnisse. Das erste gefällt mir schon mal ganz gut. Das zweite geht gar nicht, finde ich. Das dritte, ja, sieht aus wie auf einem dicken Baumstamm. Also da mein Ast am Vogelhaus eher ein dünnerer Ast ist, entscheide ich mich jetzt mal für das erste. Das dritte könnte man auch nehmen, entspricht aber nicht dem, wie es war. Also nehmen wir jetzt dieses hier. Okay, ich speichere das Ganze mal wieder. Okay, so und hier seht ihr dann die Ergebnisse, die wir gerade generiert haben. Einmal im 16 zu 9 Format, einmal im quadratischen Format und einmal im Hochformat. Fazit: Während ich euch hier noch einige Dinge erzähle, reisen wir mal nach Afrika und ich zeige euch mal einige Bilder, die dort durch die KI entstanden sind. In Bezug auf die Naturfotografie und meinen Workflow bei der Bildbearbeitung möchte ich die KI nicht mehr missen. Ob zum Entrauschen von Bildern mit hoher ISO, der nachträglichen Anpassung des Bildformats durch das generative Erweitern der Arbeitsfläche oder die Nutzung des Entfernen-Werkzeugs, viele dieser KI-Tools nutze ich täglich. Komplett generierte Bilder würde ich niemals auf meinen Kanälen posten und als eigene Bilder ausgeben. Auch wenn diese bestimmt viele Likes bekommen würden und die Bilder mit Nachbearbeitung kaum als künstlich erkennbar wären. Ich finde die Möglichkeiten, die uns eine KI heute schon bietet, faszinierend. Und das ist nur der Anfang. Ähnlich wie sich das Internet in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, wird auch die KI bald eine Selbstverständlichkeit in unserem Alltag sein. Nur wird das keine 20 Jahre dauern, sondern viel schneller gehen. Von daher denke ich, dass es wichtig ist, sich jetzt schon einmal damit zu beschäftigen. Wie in Matrix habt ihr die Wahl. Entweder nehmt ihr die blaue Pille und lebt weiter wie gewohnt, oder ihr nehmt die rote Pille und erlebt die aufregende Welt der KI und schaut auch mal hinter die Kulissen. Aber denkt dran, das Generieren von Bildern macht süchtig und man kann sehr, sehr lange Zeit damit verbringen, bis ein wirklich brauchbares Bild dabei herauskommt. Also übertreibt es nicht. Trefft euch lieber mit euren Freunden auf einen Cocktail. Kocht was Leckeres zu essen. Oder geht in den Garten und schnappt frische Luft. Und noch einmal der Hinweis: Fast alle Bilder, die ihr hier gesehen habt, wurden generiert und wurden nicht fotografiert. Die einzige Ausnahme sind der Star und die Amsel, an denen ich euch das Entfernen-Werkzeug in Photoshop demonstriert habe. Was denkt ihr über die künstliche Intelligenz? Nutzt ihr bereits Teile davon in eurem Alltag oder Berufsleben? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ihr lasst ein Like da. Dann bis demnächst mal wieder.